Hallo und herzlich willkommen bei Eusen. Mein Name ist Olsen und heute beschäftigen wir uns mit der Stoffgruppe der Sesquiterpen-Alkohole, auch Sesquiterpenole genannt. Wir hatten in dem Video davor gesprochen über die Sesquiterpene, also ein Stoff, der aus 3 Isopren besteht, 15 Kohlenstoffatome, 24 Wasserstoffatome. Und jetzt passiert Folgendes. An eine dieser Ketten geht eine sogenannte Hydroxylgruppe, auch OH-Gruppe genannt, ran und lässt das Sesquiterpen oxidieren zu Alkohol. Daher der Begriff Sesquiterpen-Alkohol oder aber auch Sesquiterpenole genannt. Die Sesquiterpenole sind große, schwere Bestandteile in einem ätherischen Öl. Wir finden diese Stoffe in vielen ätherischen Ölen, aber oft nur in sehr, sehr geringen Mengen. Es gibt aber auch Ausnahmen, wie jetzt zum Beispiel das Sandelholz mit dem Alpha- und Beta-Santalol. Da wird es dann zusammengefasst als Santalol und da finden wir das Santalol in dem ätherischen Öl vom Sandelholz mit fast um die 80% rum. Aber durch diese großen und schweren Moleküle lassen sich die Monoterpenole nur sehr schwer in Wasser lösen. Wenn man also ätherische Öle benutzen möchte, um damit zum Beispiel ein Aromapflegebad machen zu wollen, brauchen wir immer einen Emulgator, dass wir es im Wasser gelöst bekommen, zum Beispiel ein Meersalz, und gehen dort dann mit dem ätherischen Öl ran und dann weitergehend eben ins Badewasser. Und wo finden wir jetzt diese Stoffe? Zum Beispiel gerade das Alpha-Bisabolol, das würden wir finden in der Kamille Blau, da war dann eben doch ziemlich schwanken, mal mit 5, mal bis zu 30% enthalten. Aber in der Kamille Blau würden wir jetzt Sesquiterpenole, in dem Fall das Alpha-Bisabolol, finden. Das Farnesol würden wir zum Beispiel finden können in der Rose, im Ilang-Ilang komplett oder aber auch im ätherischen Öl vom Neroli. Das Nerolidol, schon im Namen drin, würden wir finden im ätherischen Öl vom Neroli, aber auch im Niaolui. Und beim Carotol, was wir finden würden im Karottensamen, da haben wir jetzt schon wieder ein Sesquiterpenol, das relativ viel enthalten in dem ätherischen Öl vom Karottensamen, nämlich teilweise von 50% bis zu 60% Anteil an Sesquiterpenolen im ätherischen Öl vom Karottensamen. Und da dann eben insbesondere das Carotol. Und wie vorher schon erwähnt, gerade das Alpha- und Beta-Santalool finden wir im ätherischen Öl vom Sandelholz und dort dann eben auch je nach Qualität und je nach Destillation zwischen 80, 85 bis teilweise 95% anteilig im ätherischen Öl vom Sandelholz. Und dann gäbe es noch einen Stoff, der heißt Patchoulol, man hört es auch schon ein bisschen im Namen, den finden wir mit 30 bis 60% finden wir diesen Stoff im ätherischen Öl vom Patchouli. Und dann gibt es noch einen Stoff, der heißt Viridifluorol. Den könnten wir zum Beispiel finden in der Zistrose, im Nialui, aber auch in Anteilen im Salbei. So, und wie eingangs schon erwähnt, die Sesquiterpenole kommen zwar in vielen ätherischen Ölen vor, allerdings oft nur in ganz kleinen oder geringen Mengen oder Spuren, bis auf wenige Ausnahmen. Da sind dann eben mehr Sesquiterpenole enthalten. Aber selbst da, wo sie nur in Spuren enthalten sind, sollte man sie nicht außer Acht lassen, weil sie auch mit nur geringen Mengen sehr, sehr hautverträglich, sehr, sehr hautregenerierend auch wirken bei unspezifischen oder chronischen Hauterkrankungen. Das hat auch damit zu tun, dass sie auf die Hormonachse regulierend einwirken und so gerade bei unspezifischen Hauterkrankungen oder chronischen Hauterkrankungen wirklich unterstützend gut eingesetzt werden können. Sehr interessant sind sie zudem, weil sie aufs Venensystem, aufs Lymphsystem und aufs Nervensystem so ein bisschen tonisierend wirken, Lymphfluss anregend wirken und auch bei diesen Problematiken eine unfassbar interessante Stoffgruppe ist, die ich begleitend in der Aromapflege einsetzen kann. Und gerade auf geistiger Ebene sind die Sesquiterpenole eben einfach auch super interessant. Sie wirken auf die Hypophyse und dem nachgeordnet auf unser Hormonsystem. Sie regulieren also so ein Stück weit unseren Hormonhaushalt, wenn der jetzt mal ein bisschen zu drüber oder zu drunter ist. Ist für viele Männer bestimmt ganz interessant, aber eben auch gerade bei Frauen, die Probleme haben in den Wechseljahren oder in der Pubertät, ist diese Eigenschaft schon etwas, was man im Hinterkopf haben sollte. Zudem, durch Hormonregulation, oft gehen Hauterkrankungen, chronische Hauterkrankungen, durch Hormonschwankungen hervor. Und da sind sie dann natürlich auch wieder interessant in dieser Kombination mit der körperlichen Wirkung, aber auch geistigen Wirkung bei zum Beispiel chronischen Hauterkrankungen. Auf geistiger Ebene holen sie so ein bisschen ab, sie holen uns wieder so ein bisschen in die Mitte, nehmen so ein bisschen die Schwere, Nervosität, Erregbarkeit,
Druck und sind da schon ganz interessant, aber ich nehme immer ganz gerne als Eselsbrücke Sesquiterpen-Alkohol. Alkohol macht oft so ein bisschen locker und ein bisschen frei, gerade wenn ich Lampenfieber habe oder ein bisschen Angst habe, Stress habe. Und das machen die Sesquiterpenole auch. Sie holen mich ab, führen mich in die Mitte und geben dann einfach so ein bisschen Sicherheit, um lockerer, leichter ins Gespräch zu kommen oder eben auch keine Wortfindungsstörung zu haben, wenn ich zum Beispiel in einem Vortrag oder in einem Gespräch bin. Oder aber für viele vielleicht auch interessant, zum Beispiel mir ein Aromapflegeöl mache oder Spray vor einer anstehenden Prüfung. So, und um euch da jetzt auch ein bisschen abzuholen und euch zu zeigen, was kann man denn machen mit den Sesquiterpenolen, haben wir euch ein Körperpflegeöl erstellt. Ein Körperpflegeöl, was sehr hautfreundlich wirken soll, was so ein bisschen immunmodulatorisch abholen soll, euch da ein bisschen stärken, kräftigen soll. Und hat aber bewusst den Namen bekommen, in Balance bleiben, weil wir eben durch diese Sesquiterpenole und entsprechende ätherische Öle so ein bisschen abholen wollen, ein bisschen in die Mitte bringen wollen, Stress, Alltagsstress rausziehen. Ihr werdet es auch riechen, falls ihr es nachmischt. Vom Biquet her ist es sehr, sehr angenehm. Wir nehmen uns 100 Milliliter fettes Pflanzenöl. Ihr könntet nehmen Olivenöl, Jojobaöl, Sonnenblumenöl, wenn ihr daheim habt. Wir haben aber bewusst ein Mandelöl genommen, weil das Mandelöl einfach die Eigenschaft hat, vor allen Dingen bei strapazierter, trockener, rissiger Haut, wirklich hautpflegend, unterstützend, gut abzuholen und es so ein bisschen wieder in die richtige Bahn zu lenken. Und da würden wir jetzt rangehen mit folgenden ätherischen Ölen. Wir würden nehmen 3 Tropfen vom ätherischen Öl des Karottensamen, dann nehmen wir 4 Tropfen vom ätherischen Öl des Patchouli, 10 Tropfen vom ätherischen Öl vom Neroli, da könnt ihr gut den 10%igen Neroli nehmen, der reicht völlig aus. Und dann würden wir noch dazu geben 3 Tropfen von der Manuka. Das Ganze gut ineinander gemischt. Und wie trägt man es am besten auf? Ich habe es schon ein paar Mal erklärt. Ich bin ein riesengroßer Fan von einer sogenannten Wasser-Öl-Immersion. Das bedeutet, ihr habt noch feuchte Haut. Ja, ob die jetzt nass ist, weil ihr gerade aus der Dusche kommt oder einfach leicht feucht oder macht es euch mit einem Lappen kurz feucht. Tragt dann gar nicht viel das Öl in diesem Wassergemisch auf. Dann habt ihr ein Wasser-Öl-Gemisch, könnt ihr ruhig an diese Körperstellen gehen, die ihr möchtet. Und könnt eigentlich dann dabei zuschauen, wie dieses Öl oder dieses Ölgemisch in die Haut reingesaugt wird. Das hat den Hintergrund, dass die Haut atmen möchte, wenn sie mit Wasser in Kontakt war. Sie möchte den Sauerstoff ziehen und jetzt zieht sie quasi dieses Wasser-Ölgemisch in die Haut. Und dann habt ihr halt auch nicht so fettige Stellen oder ja, so fettige Bereiche, sondern einfach das, was übrig bleibt, ist so in etwa vergleichbar mit dem pH-Film der Haut, also diesem Säureschutzmantel, unterstützend durch diese Wasser-Öl-Immersion. So, und jetzt hoffe ich, ich konnte euch mit dieser Rezeptur und mit diesem Video ein bisschen was vermitteln zu den Sesquiterpenolen. Wenn euch unser Video gefallen hat, habt ihr Anregungen oder sogar ein Feedback zu unserem Rezept oder zu unseren Videos, schreibt sie uns bitte gerne in den Kommentaren. Da oben im Kanal ist so eine Glocke, die dürft ihr gerne drücken, falls ihr das nicht eh schon gemacht habt, unseren Kanal abonnieren. Dann werdet ihr daran erinnert, wenn neue Videos online gehen. Das würde uns natürlich sehr freuen, wenn wir euch wieder hier begrüßen dürfen. Ansonsten würde es uns natürlich unfassbar weiterhelfen, wenn ihr uns weiterempfehlt, gerne im Freundes- und Bekanntenkreis oder aber wenn ihr Leute kennt, die gerade in der Ausbildung sind zum Aromapfleger, Aromatherapeuten, macht doch bitte auf uns aufmerksam, das hilft uns auch ein bisschen weiter voranzukommen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, verabschiede mich, euer Usen von Eusen, tschüss, macht's gut. Walk all day. He know he wasn't alone, and all should be that way. Every morning he gets up and goes to work again.